Willkommen zu einer neuen Videoreihe, bei der ich euch in drei Teilen die Hauptcharaktere von GTA 5 genauer vorstellen möchte. Wir beginnen heute mit Michael. Viel Spaß! Michael DeSanta ist ein ehemaliger Bankräuber, der sich einen Deal mit dem FBI ausgehandelt hat und dadurch Millionen gewann. Er hat mit seiner Frau Amanda einen Sohn namens Jimmy und eine Tochter namens Tracy und lebt in einer Villa in Rockford Hills, dem Äquivalent zu Beverly Hills. Außerdem scheint er von der Ostküste zu stammen. Zwar sorgt sich Michael um seine Familie, jedoch sind weder seine Frau noch seine beiden pubertierenden Kinder wirklich gut auf ihn zu sprechen. Zusätzlich befindet er sich in einer Midlife-Crisis und möchte neben seinem normalen Familienleben auch die alten Bankräuberzeiten wieder aufleben lassen, weswegen er sich abermals mit seinem alten Kollegen Trevor an kriminellen Machenschaften beteiligt. Er wird auch als Hirn der Truppe angesehen und gilt als Waffenexperte, was ihm auch erlaubt, eine Bullet-Time einzusetzen. Auch seine Faszination für alte Filme soll sich im späteren Spielverlauf widerspiegeln. Zum Abschluss noch 5 mehr oder weniger bekannte Quick Facts zu Michael. Anfangs wurde er mit einem gealterten Tommy Vercetti aus Vice City verwechselt. Michael wird der erste spielbare Protagonist sein. Er ist der erste Hauptcharakter eines GTA-Spiels, der eine Frau und Kinder hat. Zu Beginn des Spiels lebt Michael nicht in seiner Villa, sondern in einem Hotel, da er ja Teil eines Zeugenschutzprogramms ist. Er hat einen Therapeuten. Welcher ist euer Lieblingscharakter? Schreibt es mir doch in die Kommentare. In den nächsten Tagen werden dann auch noch die Franklin und Trevor Videos folgen, also abonniert auch den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ansonsten kann ich euch noch mein 15 Fakten zur Spielwelt und Story von GTA 5 Video empfehlen oder mein Let's Play zu GTA Vice City. Viel Spaß noch und wir sehen uns. Ciao!